haben wir zufällig das Hauptquartier der Bösen gefunden. Hm? Mega Man X! Ich habe die Basis der X-Hunter lokalisiert. Sie ist bei Ding bla 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 Punkt 00. Das ist direkt am Nordpol. Roger, Dr. Kane, ich bin auf dem Weg. Es wird immer noch etwas länger dauern, bis ich Zero reaktivieren kann. Verlangsamen Sie, Mega Man X. Und da haben wir jetzt die Basis am Nordpol. Nein, jetzt noch nicht. Erst Eis. Also hier, die Kristalleisgedönse. So, was habe ich denn hier noch alles aufgeschrieben? Boss-Tür ist egal, ist vorbei. Direkt mit dem Bike. Oben die Steine, dort war nix. Ja, dort wollen wir irgendwann auch nochmal hinschauen gehen. Aber ansonsten erstmal hier. Hier steht Schnecke, Eisblöcke und dann danach oben. Danach oben steht da einfach. Was für geile Beschreibung. Was für ein Penner hat das wieder aufgeschrieben. Kennt ihr das, wenn Guides so richtig schlecht sind? Total sinnlos. Ich kenne das. So. Okay, das brennt sich hiermit auch nicht weg. Ah, das geht hiermit kaputt. Warum habe ich das nicht beim ersten Mal so gemacht? Hm? Warum hat mir das keiner gesagt, bitte? Ihr enttäuscht mich. Ich bin so nett immer zu euch und dann kriege ich noch nicht mal so grundlegende Dinge mitgeteilt. Ihr seid doof. Ich brauche gar kein Feuer für den Kack hier. Oh. Ich kann mich da nicht festhalten. Das ist schlecht. Warum kann ich mich da nicht festhalten? Warum nervst du so? Geh weg! Ey, nein! Du bleibst da, du kommst mit. Oh Mann. Wie soll ich da hoch? Egal, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht ist das ja... Vielleicht ist das da oben nur der Ausgang. Das könnte ja sein, oder? Erstmal hier alles wegmachen. So. Nein. Dann kann ich hier schon wieder nicht hochklettern. Ich kann diese vereisten Wände nicht hochklettern. Das regt mich ziemlich auf. Dafür sind die Dinger dann wohl da, nämlich. Ah, da wäre die Boss-Tür gewesen. Aha. Tja, die ist mir jetzt allerdings egal. Schlägt dieses Geheimnisding da oben aus? Nee, auch nicht. Okay, das bedeutet, hier wäre wirklich nur... Wow, 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 der Weg, wo ich dann noch runtergekommen wäre. Also... Das ist für einen Moment okay. So, hier habe ich das Eis weggemacht. Hier noch nicht... Hier ist aber auch nur ein Leben dahinter. Warum ist das hier so verdächtig? Ach, du schon wieder. Hi, Schatzi. Guck mal. Ich hab noch neue Sägeblätter für dich. Brauchst du doch, oder? Vermiss das doch sonst. Ich kann hier auch nicht dagegen sliden. Ich wollte mal dort schauen, ob dort oben irgendwas ist, aber... Schaut nicht so aus. Was hatte ich denn sonst noch? Eisblöcke, danach oben und dann oben. Habe ich hier stehen. Eisblöcke oben, oben.
Oh oh. Puh. Warum nicht noch ein paar mehr Fledermäuse eigentlich, ja? Ja, ich glaube, jetzt habe ich langsam das Levelende wieder, oder? Bin aber eigentlich nicht schlauer als vorher. Nicht viel. Das ist ja doof. Hm. Hm. Was tun? Nein, ich will nicht dorthin. Ich will in den Level der Morph-Motte, denn ich weiß, dass dort noch eine Dr. Light-Kapsel rumsteht. Die letzte. Ich weiß noch nicht, wo. Deswegen suchen wir die jetzt. Das heißt, ich werde... Im Ernst? Verarschen? Wie? Wie soll ich bitte... Hä? No hablas, señor. Ich hab grad keine Ahnung, was die da von mir wollen. Kann ich höher springen, während ich die Zeit hier so... verdudel? Spring! Nö, kann ich nicht. Was zum... Ich habe die Blubbel noch nie aufgeladen. Laden wir die Blubbel mal auf. Habe ich ein Blubbelschild. Das hilft mir hier auch nicht weiter. Ist okay, du kannst weggehen. Ah, la 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 la. Oh, cool, cool. Das zieht Energie ab, solange es da ist. Das ist gut. Mhm. Was soll ich hier bitte anfangen? Feuer aufladen. Ist cool, aber hilft mir hier nicht weiter. Okay, also offensichtlich fehlt mir irgendeine grundlegende Technik, die mich höher springen lässt. Und das regt mich gerade auf und verwundert mich. Deswegen gehe ich nachforschen. Okay. Ich bin schlauer geworden. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Guck mal, das ist ein Geheimnis. Und wenn ich jetzt sowas mache... Mhm. War doch total einfach zu finden, oder? Ne? Mega Man X betritt die Kapsel. Diese Verbesserung wird deine Körperrüstung verbessern. Mit ihr kannst du Schaden absorbieren und ihnen explosive Waffenenergie transferieren. Was soll das heißen? Das heißt, wir lernen einen neuen Trick. Der neue Trick macht, dass unsere Rüstung so aussieht und der Trick selbst sieht so aus, er demonstriert es ja eh von allein einmal. Ja. Das können wir jetzt. Und wie man sieht, das nennt sich übrigens der Giga Crush. Das ist jetzt unsere letzte Waffe. Fehlen noch die Aufladetanks. Lass übrigens nochmal dort an den Anfang gehen. Huch, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das erste Mal ist jemand getroffen worden von dem Zeug. So, geht der von allein kaputt, oder?
Gedanken. Ah, hallo. Ah, Schatzi. So, damit hätten wir alles aus diesem Level. Jeder Level hat ein Herztank-Upgrade. Und entweder eine Dr. Light-Kapsel oder einen Reservetank. So, dann lass mal überlegen. Hier, her. Ach, ich muss meine Liste aufmachen. Also. Hier sagt das schlaue Buch, es gibt einen Herztank und einen Energietank. Ich glaube, die habe ich beide von hier. Das ist der einzige Energietank, den ich habe. Hier habe ich jetzt auch alles. Hier beim Feuer gibt es einen Energietank. Den habe ich noch nicht. Den Herztank habe ich. Der war ja dort, wo die Lava steigt. Aber es gibt noch so einen Aufladetank. Wo gibt's den? Ja, jetzt scheiße ich auf alles Leben oder was. Egal wie viel es ist. Wie viel ich verliere. Und wenn ich Game Over gehe mittendrin, ist auch egal. Jetzt geht's einfach nur darum, dass ich alle Geheimnisse finde. Da oben links zum Beispiel könnte sowas sein. Ich hab's einfach drauf. Ich bin einfach gut. Jetzt weiß ich halt nicht genau, habe ich jetzt... Ja, doch, den hier habe ich auf jeden Fall. Sehr gut. Was hatten wir dann? Den Cyber-Level da, den komischen hier. Hier oben, der Computer. Da hatte ich noch was aufgeschrieben. Oben und danach nochmal oben. Und dort fehlt auch noch so ein Aufladetank. Vielleicht fehlt dort sogar noch der normale Herztank. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Da hoch will ich immer noch. Hör mal auf. Kann ich das Ding kristallisieren? Wie komme ich denn da hoch? Wie fange ich das denn an? Machen wir einfach einen Weitsprung. Wie funktioniert ein Weitsprung? So. Tada! Also hier hat uns auch noch eins gefehlt. So, dann können wir jetzt weitersuchen. Ich bin gern ein bisschen vorsichtig hier, weil man wird ab und zu mal doch zerquetscht, wenn man hier einfach losrennt. Das ist halt blöd. So, gebt mir doch alle eure Geheimnisse. Tja. Machen wir die gleiche Nummer nochmal. Ah ja, da war was. Ich erinnere mich. Ja, ihr habt gerade was gesehen. Und zwar, wenn man diesen aufgeladenen Feuerangriff macht, kann man danach wieder dashen, auch wenn man schon gedasht hat. Damit kann man sehr weit springen. Sehr gut. Was hatten wir denn noch? Ich glaube, die Herzdinge haben wir jetzt alle. Jetzt fehlt nur noch im Wasserlevel hier ein Sub-Tank. Dann müssten wir, glaube ich, alles haben, was es gibt. Ah, schon wieder der Wasserlevel. Ich mag ihn ja so. Nein, ehrlich, das ist ein Geheimnis. Oh. Wahnsinn. Meine Hose wird ja feucht von diesem Geheimnis. Hallo, Fischboss. Machen wir den Fischboss wieder tot, oder? Fischboss tot machen ist cool. Blubbel?
Hey, Blubbel sind total geil. Gegen den Fisch. Ha! Schon tot. Geil. Okay. So. Hier waren wir ja oben. Da war ja der normale Dingens-Tank. Den hatten wir. Hier ist mal wieder nichts. Warum auch immer. Hallo. Wow. Oh nein, das größte Geheimnis aller Zeiten. Mal wieder. Ich möchte Dinge haben. So, hier unten lang sind wir jetzt ja schon länger nicht mehr. Mach mal schnell, komm. Hört ihr diese seltsame... Genau das. Das bedeutet, dadurch haben wir jetzt gerade unseren Gigaflare wieder etwas aufgeladen. Tja, Level zu Ende, kein Energietank-Ding. Das ist doof. Gehst du weg? Hallo? Nö, dann nicht. Schieß mal! Ist er schon voll? Ja, er ist schon voll. Sehr gut, dann können wir gehen. So, wir müssen nochmal in den Level, nur... Ich komme wohl nicht drum rum nachzuschauen, wo das Teil ist. Oha, was man denn alles so immer dazulernt und erfährt und so. Komm, mach mal. Will heute noch. Wenn man diese Blubbelwaffe auflädt, springt man höher, wenn man unter Wasser ist. Sprach's. Seltsame Sache, oder? Wusste ich jetzt nicht. Oh, ja, doch, ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, das ist ein bisschen höher. Da ist es nicht, aber genauso funktioniert es. Da ist es doch. Und zack. So. Ich glaube, wir hätten alles. Wir hätten alle Dinge, die es gibt auf der Welt. Es wäre natürlich noch eine richtig geile Stelle zum Energieaufladen. Cool, aber naja. Gehen wir uns mal am Nordpol ein bisschen umsehen und spielen dort ein bisschen was.